Ja, Leute, endlich ist es wieder soweit. Die V14, also die 14. Version für das Oculus Link, ist jetzt soweit draußen. Die Windows-App von Oculus wurde endlich gepatcht und es sind einige Neuigkeiten darunter, die wirklich sehr, sehr interessant sind für alle, ja, Oculus Quest-Nutzer und entsprechend auch Oculus Link. Für die Rift S ist leider nichts dabei, aber ja, soll mich an der Stelle jetzt nicht stören, nicht wahr? Ja, Leute, was gibt es für Neuerungen? Ganz klar, ihr seht hier das ModMic Wireless, das ich entsprechend in einem eigenen Video gegen mein NT-USB antreten lassen werde. Auch so ein bisschen weiter ausholen werde und mehr Mikrofontests für euch machen werde. Also was das Blue Yeti Nano angeht und das brandneue NT-USB Mini. Die beiden Kandidaten werde ich zu gegebenen Zeitpunkt für euch auch vorstellen. Aber jetzt zum VR-Mikrofon. Ja, das ModMic Wireless ist so eigentlich das Nonplusultra, ja, das kann über Magneten entsprechend an Kopfhörern, aber eben auch an einer VR-Brille befestigt werden. Und da ich eben für euch vorhabe, zu streamen, während ich die VR-Brille nutze, ist das natürlich das perfekte kleine Gadget, mit dem mir das eben ermöglicht wird. Nur müsst ihr wissen, die Rift S als auch die Oculus Quest selbst haben eben Kopfhörer und Mikrofon verbaut. Nur war das Ganze eben mit der Oculus Quest und dem Link-Kabel, das heißt im Desktop-Betrieb, nicht möglich zu verwenden. Und jetzt mit der V14, ja, ist es endlich soweit. Endlich wurde das Mikrofon- und Audioproblem der Oculus Quest während des Link-Betriebs behoben. Ihr habt jetzt entsprechend ja, einen eigenen Regler für die Kopfhörer und das Mikrofon, könnt das Ganze dann entsprechend anpassen. Und das ist natürlich für Multiplayer oder Anwendungen, wo ihr entsprechend mit mehreren Leuten interagiert, enorm hilfreich. Oder aber auch, wenn ihr, sagen wir, TeamSpeak offen habt und entsprechend übers Link-Kabel dann entsprechend den Windows-Sound empfangt, ja, mit der Oculus Quest, dann könnt ihr natürlich die Quest auch ab Werk schon entsprechend mit dem Mikrofon benutzen. Ich werde, wie bereits gesagt, das ModMic Wireless für euch testen und schauen, ob sich die Investition lohnt, denn das Ding kostet knapp 130 €. Aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Und ja, was gibt es sonst noch? Wir haben auf jeden Fall einer der Punkte, der mich am meisten gefreut hat. Und zwar ist so das Ding mit den neuen Versionen von der Oculus Quest und der Windows-App so eine Sache. Denn bis vor kurzem war es eben der Fall, dass ihr auf beiden Geräten mit der Software als auch der Hardware entsprechend auf derselben Version sein musstet, um sie miteinander zu benutzen. Und das Rollout, ja, passiert immer Stück für Stück. Das heißt, nicht für jeden ist entsprechend jedes Update verfügbar, sondern es wird eben Stück für Stück an die Öffentlichkeit gelassen. Und das heißt, ihr konntet im schlimmsten Fall, sagen wir im letzten Update, wo die V13 rausgekommen ist, auf dem PC noch die V12 haben und bereits auf der Quest die V13 und dann entsprechend nichts von beiden zusammen nutzen. Da hat jetzt Oculus bzw. Facebook entsprechend einen enorm guten Move gemacht. Und zwar ermöglicht jetzt die V14 den Einsatz von älterer Software, die eine Versionsstufe zurückliegt. Das heißt, wenn ihr noch die V13 auf der Oculus Quest drauf habt, könnt ihr die V14 auf der Windows-App drauf haben und trotzdem beides zusammen verwenden, denn die Oculus Quest selbst hat noch keine V14 bekommen. Das ist super praktisch und ja, funktioniert auch rückwärts. Das heißt, wenn ihr die V14 hier auf der Oculus Quest hättet, wäre es ab Werk auch mit der Desktop-Variante mit V13 und V14 kompatibel. Das erspart einem einfach sehr viel Frustration und da hat Oculus auf jeden Fall gut mitgedacht. Ein bisschen spät, aber ja, besser spät als nie. Und ansonsten haben wir hier ein paar Bugfixes und Kompatibilitätsbehebungen, die immer drin stehen. Ja, schön, dass das da drin steht, ob es tatsächlich der Fall ist. Ja. Also, wie bereits gesagt, die V14 ist draußen und entsprechend habe ich sie noch nicht, weil sie mir noch nicht angeboten wurde. Und ich starte die Oculus-App immer wieder neu, aber bis jetzt ist noch nichts erschienen. Aber rein theoretisch ist es ein sehr, sehr cooles und sehr, sehr interessantes Bugfix. Ja, dank einem Epidemiebefall der Welt von dem wunderbaren Virus, ihr wisst Bescheid, ich werde es nicht sagen, einfach um den YouTube-Algorithmus nicht zu verärgern. Aber dank dieses Viruses plagen uns Stück für Stück immer mehr die Folgen, denn ja, die besagten Brillen, die Oculus Quest, die Oculus Rift S
und auch die Valve Index. Nicht nur, dass Half-Life Alyx kurz vor dem Launch steht im März, ja, ist zusätzlich dadurch, dass viele Werke in China eben schließen mussten, die Verfügbarkeit von diesen Brillen im Handel gen Null. Es gibt keine Rift S, es gibt keine Oculus Quest und keine Valve Index im allgemeinen Handel. Hier und da vielleicht mal lokal, wenn ihr Glück habt, in Mediamarkt, Saturn, Konrad oder so. Aber im Onlinehandel nur zu utopischen Preisen, wenn überhaupt. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass hier eine Oculus Quest auf meinem Schreibtisch steht. Ich hätte ganz gerne, ja, bevor jetzt Half-Life Alyx rauskommt und ich mein Setup stehend haben muss, ganz gerne eigentlich eine Rift S gehabt, um es so ein bisschen zu vergleichen. Denn ich habe festgestellt, okay, eigentlich willst du die Oculus Quest mit Kabel benutzen, ja, mit dem Oculus Link Kabel. Die Flexibilität, ja, auch ohne Kabeln arbeiten zu können, steht ganz außer Frage. Die Oculus Quest ist genial. Nur habe ich festgestellt, okay, vielleicht wäre für meine Anwendungszwecke die Rift S die bessere Entscheidung gewesen. Vor allem was das Streamen angeht, ist es dadurch, dass es eben ein ganz normales DisplayPort-Kabel hat, deutlich einfacher als jetzt die Lösung mit einer Capture Card und einem HDMI-Splitter und einem Google Chromecast Ultra zum Streamen der Oculus Quest. Dann doch noch, ja, das Setup, was ich gerade beschrieben habe, werde ich euch auch nochmal zeigen, denn es ist wirklich nicht so einfach, entsprechend die Oculus Quest dann als Streaming-Gerät für Twitch oder YouTube zu verwenden. Und entsprechend, ja, habe ich festgestellt, dass ich eher an Kabeln hängen werde. Und ja, ob es nicht eine sinnvollere Entscheidung gewesen wäre, eine Rift S zu holen. Ja, nur gibt es gerade keine, als dass ich das zu 100% für mich testen könnte. Bisschen ärgerlich, aber was soll's. Während ich mich zwischen Oculus Quest und Rift S entscheide, hat Vive sich dazu entschlossen, drei ganze neue Headsets auf den Markt zu bringen, beziehungsweise ein und dasselbe dreifach neu rebrandet, denn die Cosmos ist back. Ja, es gibt jetzt eine eigene Cosmos Series. Das mittlere Segment, immer noch mit 700 Euro, ist eben immer noch die ganz normale Vive Cosmos. Und das Video dazu habt ihr gesehen. Ich habe sie noch nicht mal ausgepackt, weil es einfach so viele schlechte Rezensionen und Reviews dazu gab, dass ich gut daran getan habe, entsprechend auf die Oculus Quest umzusteigen. Ja, nachdem die Vive Cosmos ein kompletter Reinfall war, versucht Vive es einfach nochmal mit drei weiteren Cosmos. Nachdem die Cosmos ein kompletter Reinfall war, versucht es Vive mit der Cosmos Series irgendwie Anschluss zu fassen, und ob es ein dreifacher Reinfall sein wird, ja, ich vermute mal ja, denn die Rift S und die Oculus Quest stehen einfach im Moment zu standfest im ganz normalen, breit gefächerten Markt. Und das High-End-Segment wird einfach von der Valve Index verteidigt. Allein einhergehend mit Half-Life Alyx, wie viele Leute durch dieses Spiel zum VR animiert wurden, ist erstaunlich. Und ich bin der Meinung, dass wir dieses Jahr noch enorm viel sehen werden. Ich hoffe ja endlich auf eine Rift 2, auf die ich eigentlich gewartet habe, bevor ich zur Oculus Quest gegriffen habe. Denn Oculus hat sich ja damals dazu geäußert gehabt, als eben die Rift S veröffentlicht wurde, dass es eben nicht zu einer Rift 2 zu dem Zeitpunkt kommt. Und ich bin mir sicher, ja, mit solchen Statements bei der Oculus Quest wie das ist erst der Anfang, ja, dass wir dieses Jahr noch von Oculus wirklich enorm viel in dem Bereich sehen werden, und dass Vive einfach mit der Cosmos so ins Klo gegriffen hat, so mit der Oculus Quest überrumpelt wurde, dass jetzt irgendwie versucht wird, die Kunden für sich zu gewinnen. Ja, abgesehen von der 700 Euro Cosmos kommt eben eine 900 US-Dollar bzw. Euro wahrscheinlich Cosmos Elite, eine Vive Cosmos in Schwarz mit der Möglichkeit, das Ganze mit den Base Stations zu verwenden. Ich glaube, richtig hardware-seitig hat sich dort nichts getan. Also schon komisch. Immer noch dieselben Controller und eben 200 Euro teurer dafür, dass eben zwei Base Stations dazu bekommt. Soll ein Versuch sein, irgendwas der Valve Index entgegenzurichten. Ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich würde da nichts vorbestellen, ganz ehrlich. Also der Name Cosmos ist schon Geschichte gewesen, bevor das Teil auf den Markt kam. Und im unteren Segment kommt eben die Cosmos Play. Dafür gibt es im Moment aber keinen Preis. Also ich vermute, Vive versucht hier wirklich aggressiv irgendwie zu kontern und wird sich so zwischen 300 und 400 Euro unter der Oculus Quest platzieren. Das könnte sich auf jeden Fall interessant machen, die Cosmos Play, aber wie bereits gesagt, noch kann man sie nicht vorbestellen. Sie wurde nur angekündigt, und das Ding kommt eben ebenfalls ohne Base Stations aus, hat aber die Möglichkeit, so eine Frontplate zu platzieren, dass ihr das Ganze mit
Base Stations nachrüsten könnt, aber so grottig wie eben das Tracking-System der Cosmos zu Anfang war. Kann sein, dass sich das gebessert hat, aber ja, ist es zumindest besser preislich platziert, zumindest anhand meiner Vermutung. Aber die Kandidaten hier, die bekommen einfach so viel Support, ja. Da ist jetzt einfach der Markt gerade, der sich drum aufgebaut hat, um die Oculus Quest, um die Rift S, dass es einfach schwierig sein wird, entsprechend für Vive dort Fuß zu fassen. Das war's soweit. Die VR-News für heute sind soweit vorbei. Ich hoffe, das, was ich zu berichten hatte, hat euch interessiert. Und wenn ihr natürlich Sachen habt, die mir entgangen sind, ab damit in die Kommentare. Ich danke euch hier an der Stelle auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als Gaming Fitness, that's you see on GAX TV.